Hallo und willkommen zurück bei Slime Ranger. Ich hätte schon fast Rimworld gesagt. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was wir heute machen wollten. Wir haben bis zum nächsten Tag gepennt, das heißt, wir werden wahrscheinlich auf jeden Fall sehr viel Futter da drin haben. Was? Ich hätte jetzt gedacht, die hätten hier fressen. Wieso essen die denn nicht? Aber die essen doch sowas, ne? Die haben wahrscheinlich zu viel gefressen. Ich hätte jetzt ernsthaft gedacht, die Lager wären etwas voller. Aber das ist ja genauso wie vorher. Die haben wohl keine Lust mehr zu essen. Vielleicht ist auch einfach zu viel Essen drin. Och, das gibt's ja nicht. Die habe ich ja voll verkackt. Das gibt's nicht, ey. Komplett verkackt. So, 500. Was wollte ich nochmal mit 500 kaufen? Die hatte ich alles, ne? Stimmt. Habe ich ganz vergessen. Ich habe ja hier meine Hühnerproduktion aufgegeben. So, ich habe gesehen, hier fällt schon das Futter runter. Ich muss mir auch unbedingt einen ansetzen. Damit nicht irgendwann hier ich neue holen muss, weil ich weiß gar nicht, wie oft die Ernte gehen, bevor die kaputt gehen. Habe ich jetzt gar nicht mitgezählt. Hätte ich besser gemacht. So. Jetzt müsste ich eigentlich auch genug haben, um den fliegenden Dicken fertig zu machen. Dann könnten wir auch mal einen Schlüssel nutzen. Wobei ich mir erstmal den Jetpack holen will, glaube ich. Jetzt laufen wir erstmal durch, ohne großartig was zu machen. Ich muss ja sowieso erstmal dann Geld haben wegen neue Gehege. Wo wollte ich nochmal hin? Wobei Plots kann man natürlich immer mitnehmen. Ich habe es gar nicht gesehen. Habe ich irgendwie neue Aufgaben gehabt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Stimmt, ich muss auch noch... Da ist noch ein dicker Plotz, ein Katzenplot, der will Hühner haben. Kann ich natürlich viele Hühner. Der muss da jetzt platzen. Ah, ich wusste es. Alter, das sind aber nur solche, ne? Lieber die Herzrübe als... Zack, und noch ein Schlüssel. Ich überlege gerade, ob wir welche von den Fliehenden mitnehmen sollen, aber die kommen ja jede Nacht, also die, von denen kriegt man ja eigentlich genug. Braucht man dann also nicht. So, gehen wir mal zurück. So. Zack, nehme ich auch mit. Gibt jetzt schön Hühner für den Dicken. Ich sammle jetzt erstmal die ganzen Dicken ein. Bevor ich jetzt eine Tür öffne am besten. Machen wir erstmal das Inventar wieder leer. Ich wusste doch, da war was. Oder soll ich auch Steinküken machen? Also ich meine, so Steinküken wären ja eigentlich besser als diese normalen Küken, ne? Oh, damit, ich wollte den noch schnell retten. Aber gut. Dann nicht. Jetzt habe ich das eine Küken weg. Geballert. Ich meine, hier bei den Hühnchen da. Da kommt das doch nicht drauf an. Also. Ob du jetzt Stein hast oder nicht. Ich tue da jetzt einfach noch zwei Steinküken rein. Hoffe natürlich, dass in der Zeit auch. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die normalen Küken mitnehme.
Hier liegt voll viel Futter rum. Aber Futter brauche ich gerade gar nicht. Weil da ist eigentlich noch genug drin gewesen. Hier liegt ja noch voll viel Futter noch rum. Bork, 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 bork. Wir bringen natürlich überhaupt keine Kohle. Ist auch kein Anliegen. Ich hoffe, jetzt habe ich genug Geld für ein neues Gehege. Oh, 30, das ist schön. Shit. Komm schon. Schön. Die essen gar nicht die Gockel. Da sind voll viele Gockel jetzt drin und die werden einfach nicht gefressen. Oh, schön Kohle gemacht. Oder sollen wir erstmal die hier aufrüsten? Boah, das ist aber teuer. Ich glaube, das hier ist das Einzige, was man nicht wirklich braucht. Hier diese Slim Scheuche da. Ah, da fehlt mir ein bisschen. Ich hoffe, einmal bringen die noch, weil sonst muss ich mir nämlich gleich neue holen. Oder soll ich mal kurz neue machen? So. Gucken wir gleich in die Post. Machen wir einmal alles auf 100%. So mache ich das halt. So bin ich halt. Immer alles ausbauen, ne? Immer komplett. Bevor ich irgendwas Neues mache, muss das komplett ausgebaut werden. 100%. Das ist irgendwas Besonderes. Voll zu plappern. Geschäfte. Vergoldeter Ingwer. Einen goldenen Ingwer. Wie komme ich denn... 8, 16. Das müsste machbar sein, eigentlich. Gucken wir mal, oder haben die jetzt hier... Finger weg, Finger weg. Alles meins. Meins. Plot nehmen wir natürlich mit. Ja, wo kriege ich denn jetzt so viele Karotten nachher? Die wachsen ja nicht immer. Shit. Ja, mit den Karotten, das könnte doch noch schwieriger sein, als ich gedacht hätte. Boah, hier liegen aber viele Plots rum. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden. Alter, wo kommt das denn her? Meine Karotte. Das habe ich jetzt weggekickt. Nein, ah, shit. Weißt du, nehmen wir auf die Quaderbeere, die kann ich ja wegkicken. Was? Bin ich schon voll? Ah. Egal. Versuchen wir noch eine Möhre und den Pogo-Frucht dazu holen. Die Pogo-Frucht kriege ich wahrscheinlich hin. Alter, wie viel Zeug hier liegt. Ey, ich muss eigentlich schon mal zurückgehen und alles nochmal voll mit Pink Plots machen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich habe Zeit. So, dann gehen wir mal zurück. La 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 la. Schön zurücklaufen. Wobei, die kann ich auch schon mal leer machen hier. Boah, also die Karotten, das könnte schwierig werden. So. Haben wir die Sprinkleranlage auch. Ich weiß gar nicht, wofür das Dings ist. Kommen die sonst auf mein Feld und fressen mein Feld oder was? Also jetzt nicht die Sprinkleranlage, sondern diese Scheuche da, die Vogelscheuche. Ah, cool. Gut, von denen werde ich genug haben, weil da hinten ist ja der Baum. Warte, hier waren auch noch Möhren, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ah, ne, keine Möhren, sondern die hier.
gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug Früchte. Aber ich hätte gerne Möhren. Also Karotten oder wie die auch hier heißt. Hier hinten sind immer welche. Oh ja, hier habe ich. Geh weg. Alles meine. Ich brauche sie alle. Sorry. Aber ja, danke. Zur Kenntnis genommen. Na komm, machen wir die jetzt mal voll hier. Die brauche ich zwar gar nicht hier, aber gut. Ich brauche einen Huhn, mehr als den Rest. Schade. Nochmal, das hatte ich jetzt, so viel ich mich erinnere, hatte ich eigentlich immer Probleme, dass ich nicht genug von den Quader... Aua! Von den Quader-Dingern hatte. So, bringen wir mal die Hühner weg. So. Hier sind auch noch Hühner. Zack. Hier werden nicht meine Hühner gefressen. Ich brauche echt mehr Hühner. Ich will jetzt aber nicht meinen Hühnerbestand jetzt schon opfern. Für die Katze da. Oder warte, ich guck mal, ob ich im Gehege noch Gockel habe. Ich nehme alle Gockel mit und dann werden die Gockel geopfert. Da oben sind ja auch immer Hühner. Da ist ein Gockel. Komm runter hier. Das... Ja, er flieht. Was? Dein Ernst? Der Dreckige. Da hat er mir den Slimy aus der Hand gefressen, so. Der Drecks-Slimy. Frisst einfach meinen Gockel weg. Gut, das hat sich dann nicht so gelohnt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich jetzt hier mit diesen 20 Pogo-Früchten machen soll. Stimmt, ich war ja wegen den Karotten eigentlich unterwegs. Das heißt, ich darf den Tag gar nicht beenden. Erst alles mit Karotten. Boah, jetzt hätte ich die schon fast falsch eingetan. Oh! Ich hab's ja schon geschafft. So. Dann nehmen wir direkt hier die Kakao mit. Guck, hier verstopft das schon, ne? Oder? Da ist ein Gockel. Den Gockel rühre ich mir gleich. So. Jetzt wird hier erstmal vertickt. Wobei, ich müsste eigentlich hier die... Doch, die... Hier, die da nehmen. Die, wie heißen die nochmal? Die... Die nur nachts kommen, diese Fliegenden. So. Retten wir den Gockel? Wir müssen echt mehr essen. So viel Zeug drin. Wobei, da kommt ja jetzt erstmal nichts nach, von daher. Oh shit, den habe ich gar nicht aufgepasst. Egal, lass mal liegen. Oh shit, schon wieder nicht aufgepasst. Ich bin die ganze Zeit auf, hab gerade auf die Uhr geguckt. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle. Hier, ah komm, wir bauen einfach alles. Warum so geizig? So, nochmal 400. Warum so geizig? Wir gönnen uns einfach alles. Ah.
Da sind ein paar Kinder drinnen, habe ich gesehen. Also so Küken. Ah, schade. Ich habe gehofft, ich komme über die Dings, dass ich das eine noch kaufen kann. So, wir nehmen zwei Gockel mit. Dann haben wir noch drei Gockel. Oh, eine Gockel. Hast du vier Gockel? Wir nehmen einfach vier von denen mit. So, das wird jetzt verfüttert. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt mit den Pogo-Früchten noch mache. Kämpft drum. Oh, warte, essen die die? Tatsache. Nehmen wir lieber... Hallo? Nix? Jetzt habe ich natürlich hier voll die Kacke verschwendet. Egal. Hallo? Hä, wo sind denn hier die Fliegen denn? Hallo? Irgendeiner? Da oben ist einer, habe ich gesehen. Genau, zwei Stück. Zack. Nein, nein! Oh. Verdammt! Ah, hier liegen immer noch die Quaderfrüchte. Hallo! Ist. So. Nehmen wir die schön mit. Weil wir müssten die Hühner, dann können wir auch endlich die. Dann können wir wieder Pinke mitnehmen. Warte. Ein Moment. Hallo! Hier liegt Futter rum. Das waren noch mal mehrere hier, ne? Wollt ihr das nicht essen hier? Dann halt nicht. Nimm ich es halt wieder mit. Muss ich mir merken, dass hier unten so ein grüner ist. Essen die die? Nee, egal. Können sie behalten. Habe ich genug von. Ui! Weg. Ich nehme jetzt nur Hühner mit. Noch ein Gockel. Schön, mal einen Gockel zu finden. Aber im Moment brauche ich zum Glück keine. Aber so viel ich weiß, können die auch an Altersschwäche sterben. Oh, schön. Schön. Ich höre doch einen Huhn hier. Wo ist es? Ich hör's. Bin ich blind oder so? Ich bin... Oder ist er hier... Ach, das sind die Küken. Hier kriegst du einen Gockel. Ach. Ey, wie viele Hühner ich jetzt hier dem opfern muss. Okay. Okay. So. Ich habe jetzt die Quaderbeeren noch mitgenommen, weil ich jetzt in der Hoffnung bin, dass ich noch ein paar Phosphor bekomme. Die geben ja dann zwei. Was natürlich super ist. Ach, schade. Ah, hier oben, die sind doch noch da. Gut. Da ist noch einer. Iss! Nicht wegfliegen. Essen. Alter, der kann aber weit fliegen, ne? Boah, wenn ich das, wenn ich die hinkriege, ne, 20 voll, das wird, das gibt Kohle. Und hier müssen doch auch noch welche von denen sein. Hier sind überall Küken. Nehmen wir noch ein paar Möhren mit.
Machen wir die Pinken auch noch voll? Hier unten werden sie wahrscheinlich voll gemacht. Ja, hier unten, hier liegt immer so viel Zeug rum. Komm schon. So. Aua! Alter, dass hier echt keinen Phosphor gibt, ne? Das ist krass. Da ist einer. Ist. Danke sehr. Nix. Ach, ich bin voll. Komm. Noch zwei Pinke. Alter. Noch zwei Phosphor, meine ich. Ich habe noch zwei Bären. Also, Quaderbären. Das kommt doch sonst immer, wenn so viele. Alter. Die gehe ich auch noch holen, bevor ich mich jetzt pennen lege hier. Gut, es gibt hier noch. Was gibt's noch? Gut. So, Pink machen wir leer. Phosphor machen wir leer. Boah, ja, es gibt Kohle hier. Das gibt Kohle. Holen wir die anderen Pinken noch, die ich eben so schön verschwendet habe. So. Pinken kriegen wir auf jeden Fall immer noch voll. Ah, na, was mache ich denn hier? Falsche Maustaste. Ach, komm. Na, die nehmen wir nicht mit. Shit. Da, komm her. Ja, okay, der springt freiwillig weg. Hör mal auf zu fliegen hier. Komm schon. Die nehmen wir noch mit. So, Pink machen wir voll. Pink machen wir voll, dann war es auch für diesen Tag. Wir haben schon 3 Uhr hier. 3 Uhr 7, 3 Uhr 8, 3 Uhr 9. Alter, wie schnell die Zeit hier vergeht. Ja, jetzt kommen sie, ne, die ganzen Fliegenden. Jetzt kommen sie. Essen die Karotten? Nein! Okay, sah nicht so aus. Der ist voll drauf gelandet, aber essen wollte sie nicht. So, jetzt habe ich ein bisschen Kohle. Wobei, kaufen können wir noch diese Folge, ne? Schaffen wir noch. Wenn er mal schneller gehen würde. So, hier fällt der ganze Rotz schon runter. Ah, hier muss ich noch kaufen. Aber nur eine so ein Ding. So, jetzt haben wir 500. Das ist voll, das ist voll, das ist voll. Ja, was können wir denn noch Schönes bauen? Neues Gehege? Hühnerstall? Komm, neues Gehege. Ich hätte direkt... Nee, ich hab gehofft, ich könnte direkt schon was bauen. Aber nein. Mal gucken, was ich dann da rein tue. Wahrscheinlich die Fliegenden. Ja, hier kommen die Sammeln auch noch ein. Alles einsammeln. Hier kann ich noch nicht einsammeln, dann warte ich hier noch. Ich behalte die jetzt mal im Inventar. 15! Ist da oben noch welche? 15, perfekt. So, ich glaube, das war jetzt die letzte Fuhre, dann muss ich nämlich neu machen. Wenn nicht, mache ich die in der nächsten Folge mache ich das. Genau wie hier. Dann sind die gleich alt und setze beide neu an. Wir haben ein paar Küken. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!